Flight-to-Duty-Limit, FAA, die App und wie man sie benutzt. Hallo, ich bin Thomas und in diesem kurzen Video stelle ich dir die amerikanische Version von meiner Flight-Duty-Limitation-App vor. Du kannst mit dieser App deine maximale Duty-Zeit according to FAR 117 berechnen. Das ist also für Piloten, die nach Fahrbahn 121 fliegen. Die App ist, wie auch alle meine anderen Apps, sehr einfach und intuitiv zu bedienen. Hier oben gibst du einmal deine Check-In-Zeit ein, und zwar in UTC, in der Zeitzone Greenwich, wo sich der Greenwich Meridian befindet. Und zwar hier ist jetzt 10.30 Uhr eingestellt. Du kannst das hier mit dieser Schaltfläche verändern. Danach kommen einige Daten. Zuerst einmal Anzahl der Flight Segments. Die kannst du hier mit dem Plus- und Minus-Button hier verstellen. Das ist also die Anzahl der Flüge an diesem Tag. In dem Fall stelle ich zu Demonstrationszwecken zum Beispiel 3 ein. Danach kommt die Anzahl der Crew-Members. Standardgemäß 2 Mann Cockpit. Aber in den Regulations und auch in dieser App ist auch ein Single-Pilot-Betrieb bzw. ein Augmented-Betrieb mit 3 oder mehr Crewmembers vorgesehen. Sollte man mit 3 oder mehr Crewmembers fliegen, also einen Augmented-Betrieb haben, dann ist die nächste Schaltfläche Rest Facility Class von Bedeutung. Das ist also die Facility Class, die den Ruheraum beschreibt, die das Crewmember, der gerade nicht on duty ist, also der nicht im Cockpit sitzt, nutzen kann, um sich auszuruhen. Die genaue Definition dafür findest du in den Regulations. Danach kommt nur noch rechts unten Deviation from UTC, das heißt die Anzahl der Stunden, die Zeitzone, wo du deinen Dienst beginnst, von der Standardzeit, von der UTC-Zeit abweicht. Und unten schließlich noch die Schaltfläche, ob man akklimatisiert ist. Die Definition dafür findest du in Fahrbahn 117.15. Im Wesentlichen gilt man als akklimatisiert, wenn man die letzten 72 Stunden innerhalb dieser Zeitzone verbracht hat. Die genaue Definition findest du aber, wie gesagt, in den Regulations. Wenn du alle diese Daten eingetippt hast, musst du nur mal hier auf Compute drücken und danach kommt auch schon das Ergebnis. In den oberen Zeilen findest du nur das, was du eh eingetragen hast, also in dem Fall Check-In-Time, Number of Flight Segments, Number of Crew Members und Rest Facility Class, die in dem Fall, weil ich mich hier für Demonstrationszwecke für ein Zweimann-Cockpit entschieden habe, nicht notwendig ist. Und danach die Local Time, also wie ich hier die Local Time eingestellt habe, die Zeitzone. Und danach kommt auch schon das Ergebnis. In dem Fall die Maximum Flight Time sind hier 9 Stunden. Maximum Flight Duty Period, also die maximale Dienstzeit, wären 13 Stunden und daraus berechnet die Latest Checkout Time. Hier unten in dieser Zeile findet sich noch die Anmerkung, dass die Minimum Rest Time nach den Regulations immer 10 Stunden ist, wobei ein Schlaf von 8 Stunden gewährleistet sein muss. Ich werde in einem der nächsten Updates dann noch die Earliest Check-In Time auch noch berechnen und ausgeben, wo du dann ablesen kannst, wann du wieder den nächsten Dienst beginnen kannst. Das habe ich in dieser Version allerdings jetzt noch nicht implementiert. So, das war's auch schon. In diesem Sinne wünsche ich viele Happy Landings und viel Spaß mit meiner App. Danke, tschüss.